Wir erleben seit Monaten den Prozess gegen die Macher von Alpen-Donau. Das ist nicht irgendeine Neonazi-Plattform. Das ist die radikalste und die widerlichste, die je veröffentlicht wurde. Viele Monate hindurch haben die Macher dieser Seite zu Morden an politisch Andersdenkenden aufgerufen. Sie haben sich ausgetauscht über das Vergasen von Juden und über das Verbrennen ihrer Leichen. Und dann finde ich zahlreiche Belege dafür, dass diese Nazi-Website direkte Informationen aus der Freiheitlichen Partei bekommt. Und zwar nicht nur von irgendwelchen kleinen Mitläufern, sondern auch von zumindest einem Abgeordneten zum Nationalrat.